Ich bin insbesondere aber auch dankbar, dass Sie so intensiv mitgearbeitet haben. Also ich kann das zumindest für die Teilnehmer im Workshop M reflektieren. Also das war sehr, sehr schön, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Will auch nicht weiter diese Themen, die behandelt worden sind, zusammenfassen. Möchte Sie bitten, dass Sie im Nachgang auf jeden Fall, so Sie denn nicht fluchtartig das Haus verlassen müssen, bitte den Feedbackbogen ausfüllen, denn wir wollen besser werden. Wenn es da noch irgendwas gibt, wo Raum für Improvement ist, wollen wir den auch nutzen, diesen Raum. Also teilen Sie uns mit, an welchen Stellen wir besser werden können. Ein ganz wichtiger Hinweis, Sie haben heute im Foyer einen ersten Einblick in die nationale Prozessbibliothek, also in den Prototypen, erlangen können. Und heute früh klang es so ganz kurz an bei dem Vortrag von der Frau Dr. Wolf, dass die unterschiedlichen Projekte, die sich mit Prozessmanagement in Deutschland beschäftigen, doch bitteschön in Zukunft den Projektautismus ablegen sollen und sich untereinander vernetzen sollen. Diesem Anspruch wollen wir mit der Nationalen Prozessbibliothek natürlich gerecht werden und wir wollen ihn auch wirklich zeigen, dass das geht. Und das Ganze können Sie sich das erste Mal live angucken auf der Messe Moderner Staat. Dort sind wir vertreten auf dem Stand des BMI. Wir werden dort also zeigen, wie wir die KGST-Prozessbibliothek mit der Nationalen Prozessbibliothek verknüpfen. Wir werden zeigen, wie die Prozessbibliothek des BMIs mit der Nationalen Prozessbibliothek interagiert. Und ich hoffe, wir können auch schon mal ein bisschen einen kleinen Blick unter die Motorhaube der Community-Plattform werfen, dass Sie auch da das Gefühl haben, das, was wir hier diskutiert haben, das haben wir nicht nur so diskutiert, sondern es geht darum, die Lösungen, die Lösungsansätze, die wir im Kopf haben, jetzt auch in die Praxis umzusetzen. Also, wichtiger Hinweis, 8. und 9. November, Messe Moderner Staat, auf dem Stand des BMI, können Sie sich das angucken. Jetzt ist es mir ein ganz besonderes Anliegen, einer Person ganz, ganz herzlich zu danken. Sie alle haben sich im Rahmen der Anmeldungsprozedur mit dieser Person auseinandersetzen dürfen. Ich hoffe, das war eher eine Freude für alle, die heute nicht kommen durften, war es vielleicht auch ein bisschen schade, aber jeder, der heute nicht hier war, hat ja die Chance am 27. Oktober, da machen wir das Gleiche nochmal, die Folgeveranstaltung etwas abgespeckt zu besuchen. Aber ich möchte dieser einen Person ganz herzlich danken, das ist die Daniela Eckert, die steht dort hinten und ich denke, sie hat sich zum einen einen Applaus verdient. Und zum anderen natürlich diese schönen Blumen. Und damit ich Sie nun nicht länger auf die Folter spanne, gibt es jetzt das Schlusswort von unserem wissenschaftlichen Leiter, dem Professor Günther, und dann sind Sie auch bald entlassen. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte zunächst dem Dank von Norbert Arendt anschließen. Dank an Sie alle, dass Sie heute so zahlreich hier erschienen sind. Dank an Sie alle, dass Sie so lange hier durchgehalten haben und so aktiv mitgearbeitet haben. Harald Martenstein schrieb kürzlich im Tagesspiegel im Hinblick auf den kommenden Winter, Berlin ist nicht Haiti. Heute hier drin hat es sich manchmal angefühlt wie Haiti, dank der Scheinwerfer, dass Sie trotzdem sich dadurch nicht irritieren haben lassen durch die hohen Temperaturen und durchgehend hier mit dabei blieben in der Diskussion. Dafür ganz herzlichen Dank. Ich denke, es war für uns alle, uns hier als Projektteam, aber hoffentlich auch für Sie alle eine außerordentlich interessante und anregende Erfahrung. Ich bin auch sehr beeindruckt von der Breite der Hintergründe, die hier in dem Raum vertreten sind. Alle drei Verwaltungsebenen sind vertreten. Den Dialekten kann ich entnehmen, dass alle deutschen Regionen vertreten zu sein scheinen. Das ist also, denke ich, auch ein sehr schönes Zeichen, dass wir hier mit unserem Projekt, mit unserer gemeinsamen Arbeit, da schließe ich Sie alle mit ein, in die richtige Richtung marschieren. Es liegt mir völlig fern, nun zu so später Stunde nochmal eine inhaltliche Zusammenfassung zu versuchen, aber ich möchte drei oder vier Stichworte nochmal ansprechen, die, denke ich, Themen repräsentieren, die uns heute doch ganz besonders bewegt haben.
Das erste Stichwort betrifft die Frage Kosten-Nutzen. Ich war eigentlich überrascht, dass heute Morgen dieser Problemkreis Kosten-Nutzen nur am Rande angesprochen wurde, aber heute Nachmittag, insbesondere in unserer Arbeitsgruppe M hier, kam das ja dann ganz dick und völlig zu Recht. Ich denke, das ist was, was Sie alle zu Hause und uns hier auch im Projekt noch lange umtreiben wird. Wir alle wissen, in der IT und in der Organisation ist es sehr schwierig, Kosten und Nutzen zu messen. Und dieses Dilemma trifft uns natürlich auch hier in diesem Projekt ganz deutlich. Wie messen wir Kosten einheitlich? Welche Metriken sind angemessen? Wie verteilen wir den Nutzen, der sich aus dieser Prozessreorganisation, der Prozessoptimierung ergibt, fair? Heute kam zu relativ später Stunde, ich glaube in dem allerletzten Referat, das Stichwort Kompensation. Ein ganz wichtiges Stichwort. Also wenn die Prozessoptimierung dazu führt, dass in bestimmten Bereichen besonders viel an Nutzen anfällt, anderswo eher Kosten anfallen, dann muss natürlich darüber nachgedacht werden, wie kompensiert werden kann, weil sie sonst extreme Akzeptanzprobleme haben. Also diese Kosten-Nutzen-Problematik ein ganz zentrales Thema. Ein zweites Thema, auch das heute Morgen eher am Rande, denn heute Nachmittag intensiver, die Frage der Transparenz. Transparenz kann man ja so oder so sehen. Wir hier im Raum denken wahrscheinlich mehrheitlich Transparenz, die sich aus der Prozessmanagement ergibt, ist eine schöne Sache. Aber Sie alle wissen, welche Ängste Transparenz auch hervorruft. Ängste bezüglich eines Benchmarking, das zum eigenen Nachteil sich auswirken kann. Ängste bezüglich der Messbarkeit der Leistungen. Ich denke, auch die Kollegen aus den Gewerkschaften haben natürlich völlig zu Recht hier gewisse Bedenken angemeldet. Und diese Bedenken müssen ernst genommen und diskutiert werden. Also Transparenz, denke ich, ist ein großes Plus, also als Konsequenz des Prozesses, der Prozessoptimierung, aber eben natürlich auch ein Akzeptanzhindernis. Damit bin ich beim dritten Stichwort, das uns heute, denke ich, besonders bewegt hat, Akzeptanz. Wie können wir hier, die wir ja in der Thematik tief drinstecken, die von den positiven Potenzialen der Prozessoptimierung und des Prozessmanagements überzeugt sind, wie können wir diese Vorteile nach außen kommunizieren? Wir sind heute 150 Kolleginnen und Kollegen ungefähr, aber wie kann jeder von uns 100 Personen in unserem Umfeld infizieren, um so praktisch dieses Prozessdenken in die Köpfe draußen im Land reinzubekommen? Da war die Diskussion heute Morgen, denke ich, sehr aufschlussreich. Und ich bin Herrn Eckert auch sehr dankbar, dass er heute Morgen gleich den Stein ins Wasser geworfen hat. Die Frage, wer Prozessmodelle entwirft und wie diese Prozessmodelle dann implementiert werden, wer darf wem sagen, welches Prozessmodell darf genutzt werden, wie steht es mit Top-Down, ja, danke auch an den Kollegen von der Bundeswehr, der hier nochmal den Begriff etwas detaillierter erläutert hat. Was ich mit Top-Down heute Morgen meinte, war eben, dass irgendwo an berufener Stelle ein Prozessmodell entworfen wird, aber dies dann oktroyiert wird, was natürlich oft zu Akzeptanzproblemen führt, unter anderem aus völlig berechtigten Erwägungen heraus, dass ja vor Ort auch schon sehr gute Prozessmodelle im Einsatz sind. Die Kollegin vom Amt für Katastrophenschutz war das, glaube ich, ist, glaube ich, nicht mehr da, die hatte das sehr schön gesagt. Es mag da interessante Blaupausen, interessante Modelle in der Prozessbibliothek geben, aber trotzdem kann es sein, dass vor Ort eben da Akzeptanzprobleme bestehen, weil andere historisch gut begründete Prozesse im Einsatz sind. Also diese Frage Top-Down versus Bottom-Up, wie gehen wir mit zentral bereitgestellten Prozessmodellen versus lokal historisch bewährten Prozessmodellen um, auch das ist, denke ich, was uns noch länger beschäftigen wird. Und wie Sie wissen, vertreten wir hier im Projekt einen sehr offenen Ansatz. Ich selber habe in vielen Diskussionen auch im Vorfeld dieses Projekts eben auch den Bottom-Up-Ansatz vertreten, nicht im Sinne, auch das war heute Morgen dann, denke ich, gut kommuniziert von dem Kollegen von der Bundeswehr, ich weiß, ob er auch da ist, vom Bundesministerium für Verteidigung. Bottom-up heißt nicht, jeder darf hier selber irgendwie seine Prozesse hier vorschlagen und anderen aufdrücken, aber lasst viele Blumen blühen, gerade jetzt in einem so frühen Stadium dessen, was wir hier angehen wollen, nämlich
denke ich, doch ein Werk, das uns hier die nächsten 10, 20 Jahre beschäftigen wird, eben die Prozessbibliothek für die deutsche Verwaltung. Ja, und dann bin ich bei meinem vierten und letzten Punkt. Wie geht es nun eigentlich weiter? Wir haben diesen Namen Nationale Prozessbibliothek bewusst gewählt. Ich hatte heute Morgen schon gesagt, da wird schon ein hoher Anspruch geweckt. Und diesen Anspruch, dem wollen wir gerecht werden im Prozessteam, aber dem können wir nicht alleine gerecht werden. Dazu brauchen wir Ihre Hilfe. Und auch deswegen bin ich froh über die hohe Akzeptanz des heutigen Angebots. In dem Namen steckt aber auch eben der Begriff Bibliothek. Und dieses Paradigma der Bibliothek nehmen wir sehr ernst, insofern, dass wir im Projekt eben die Bibliothekare sind. Ich hatte das heute Morgen schon gesagt. Das heißt, wir versuchen, Mechanismen bereitzustellen, um vorhandene und zukünftig zu erstellende Prozessmodelle zu verwalten, einzubringen, verfügbar zu machen. Aber die Prozessmodelle selber, die müssen natürlich von woanders kommen, von Kolleginnen und Kollegen, die sich mit den Sachverhalten auskennen. Wir sind nicht die Autoren, wir sind auch nicht die Lektoren, wir sind eben nur die Bibliothekare. Und wenn es uns gelingt, in den nächsten 2, 3 Jahren dieses Bibliotheksparadigma in größerem Maßstab auszuarbeiten, und das möchte ich an dieser Stelle sagen, da können wir natürlich auf viele interessante Vorarbeiten uns schützen. Die Kollegin Falk, die ja leider sehr früh verstorben ist, hat es sich ja viele Jahre damit beschäftigt. Diese Vorarbeiten sind wichtig für uns. Aber ich denke, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir hier wirklich große Fortschritte innerhalb weniger Jahre machen können, einfach auch, weil das Internet und die ganze Prozessdenke viel stärker in der Gesellschaft verankert ist, sodass wir, denke ich, da in den nächsten 2, 3 Jahren gute Fortschritte machen können, um dann eben hier die Produktivitätsgewinne, die wir alle erhoffen, auch mit einem, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahreshorizont auch erarbeiten zu können. Bei dieser Umsetzung freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Der Begriff Community wurde heute oft erwähnt. Daniela Eckert ist hier zuständig für dieses Community-Gemeinschaftsmanagement. Wir sehen es nicht nur als technisches Projekt, nicht nur als betriebswirtschaftliches Projekt, wir sehen es auch als psychologisches Projekt. Wir wollen mit Ihnen zusammen diese Sache angehen. Und wir wollen, dass Sie ab morgen noch mehr als bisher, noch effizienter als bisher, als Kommunikatoren, als Evangelists, wie die Amerikaner das immer so schön sagen, als Multiplikatoren, als Botschafter wirken können, um diese Idee nach außen zu tragen. Und wenn wir Ihnen dabei helfen können, dann freut uns das, und das wird sicherlich dann insgesamt zum Erfolg des Projektes auch beitragen. Je mehr Sie diese Idee nach außen kommunizieren, desto schneller kommen wir gemeinsam voran zum Wohle des Steuerzahlers. Daran glaube ich eben auch nach wie vor sehr fest. Ja, meine Damen und Herren, kommen Sie gut nach Hause, kommen Sie dem Papst nicht in die Quere, der ist ja hier noch in der Gegend. Ich wünsche Ihnen alle eine gute Heimfahrt oder einen guten Heimflug und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen.